Moin moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Special, nämlich meinen 100 Abonnenten Special. Ja, wirklich 100 Abonnenten, das ist der absolute Wahnsinn. Hätte ich niemals mitgerechnet, dass das ja doch relativ schnell geht für meine Verhältnisse. Mittlerweile sind sogar 112 Abonnenten mit aktuellem Stand von diesem Zeitraum, wo ich das gerade aufnehme. Und ich hatte euch im Vorfeld ja gefragt gehabt oder beziehungsweise euch gebeten, mir ein paar Fragen zuzusenden, die ihr an mich habt, sei es privat oder Let's Play technisch oder egal, irgendwelche Fragen zuzuschicken. Das haben manche einige gemacht. Ich hatte mir zwar ein bisschen mehr erwartet, aber nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt ein paar Fragen zusammengeschrieben. 50 an der Zahl, da sind noch ein paar kleinere Fragen dabei, die ich selbst noch dazu mir ausgedacht habe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ey, Alter, wie heißt du eigentlich? Das kannst du doch unter mein Video sehen. Ich heiße auf YouTube KillerHus21 und sonst hättest du wohl mein Video auch nicht gefunden. Ich meine im Real Life, du Vollidiot. Warum wollen das eigentlich immer alle wissen? Na gut, wenn du schon so fragst, mein Name ist Sascha. Ey, Alter, welches Baujahr hast du? Mein Auto? 1995. Nein, ich meine, wie alt du bist. Oh, ich. Ja, warum wollen das auch immer eigentlich immer so viele wissen? Diese Privatfragen. Na gut, ich bin im Baujahr 1987 erbaut worden. Macht das Sinn? Also, ich habe sogar noch die Wiedervereinigung miterlebt. Die von Deutschland natürlich. Okay, und wo wohnt eigentlich dein Haus? Mein Haus? Beziehungsweise meine Wohnung steht in wunderschönen Wilhelmshaven, direkt an der Nordsee in Niedersachsen. Und was machst du so beruflich? Ich bin Bürokaufmann in einer Werbeagentur. Und wie bist du auf YouTube gekommen? Ja, eine gute Frage eigentlich. YouTube wird ja oder wurde in den letzten Jahren eigentlich immer bekannter und bekannter. Und irgendwann guckt man sich mal so ein Video an und so ein Video. Und irgendwann ist man natürlich auf YouTube hängen geblieben, logischerweise. Wie bist du denn zum Let's Playen gekommen? Ja, auch das hat eigentlich keine so überragende Vorgeschichte. Ich habe einfach mal, ich glaube, das war 2008, nach einem Video, damals war es noch ein Walkthrough, ich glaube damals gab es noch gar keine Let's Plays, nur solche Walkthroughs ohne Kommentar. Und da habe ich eine bestimmte Stelle von Final Fantasy X gesucht, wo ich nicht weiter kam und habe mir das dann mal da angeschaut. Ja, und dieses Walkthrough habe ich dann noch ein bisschen weiter geschaut. Und wie es mal so ist, dieser Walkthrough hat ein paar andere Walkthrough und Let's Player verlinkt, die man sich mal auch mal angeschaut hat. Und bei manchen Let's Playern ist man dann eben hängen geblieben. Und irgendwann hat man sich natürlich dann gesagt, was die können, das kann ich doch eigentlich auch. Und dann habe ich es irgendwann einfach mal probiert. Was war denn die Motivation für dich, mit einem Let's Play anzufangen? Ja, die Motivation war eigentlich, dass ich Lust darauf hatte, es einfach mal selbst zu probieren. Was andere können, wie gerade eben gesagt, kann ich doch eigentlich selbst auch. Damals fehlte mir noch, ich wollte eigentlich schon ganz früh damit anfangen, aber damals fehlte mir noch das technische Know-how. Aber dann war es im Mai 2012 endlich soweit, wo ich mich dann wirklich endgültig dazu entschieden habe, selbst mal damit anzufangen, einfach drauf loszuprobieren. Hab mir vorher noch einige Tipps von anderen Let's Playern, wie von meinen treuen, beziehungsweise ich bin Abonnent von ihnen, von John McCloud und Dreambird 1972 habe ich mir noch einige Tipps geholt, habe wirklich einige gute Ratschläge gegeben. Ja, und dann bin ich einfach mal drauf angefangen.
Hast du denn Let's Player als Vorbilder? Direkt als Vorbilder nicht, aber ich bewundere schon einige Let's Player, wie die mit ihrer, in Anführungszeichen, Arbeit umgehen. Zum Beispiel eben John McCloud, ein sehr, sehr guter Let's Player, der sehr community-nah mit seinen Abonnenten und Zuschauern da in Kontakt steht. Das finde ich wirklich sehr beachtlich. Oder zum Beispiel auch einen Games 9, der in sein Video-Editing wirklich Stunden reinlegt. Pro einer halben Stunde Folge zum Beispiel braucht er praktisch 3 bis 4 Stunden allein mit dem Editieren von den Videos. Ich will zwar auch in diese Richtung irgendwann mal ausschweifen, aber ich glaube, da wird noch einige Zeit bis dahin vergehen. Aber ansonsten, vom Entertainment her sind natürlich Let's Player wie Gronkh oder Sarazza oder Pete Smith natürlich nicht Vorbilder, aber das sind Let's Player, an denen man sich mal ein bisschen was abschauen kann. Was macht für dich denn einen guten Let's Player aus? Auf jeden Fall muss er unterhalten können, das ist das Wichtigste. Und das Allerwichtigste ist eigentlich, dass er Spaß dabei haben soll. Wenn er den Spaß am Spiel nicht vermitteln kann, dann schauen sich die Zuschauer dieses Spiel automatisch auch nicht an. Warum sollte man das auch? Ansonsten muss er irgendwie etwas Besonderes haben, was andere vielleicht nicht haben. Aber ganz schwer zu sagen, ob man einen Let's Player nach bestimmten Kriterien bewerten soll. Auf jeden Fall Entertainment sollte dabei sein. Hast du denn selbst noch bestimmte Ziele? Let's Play technisch gesehen, wenn man so in den Bereich Abonnenten oder Videoaufrufe oder was auch immer gehen will, habe ich keine bestimmten Ziele. Ich habe eigentlich nur das Ziel, mich oder meine Videos weiterhin von der Videoqualität her als auch vom Kommentarstil her weiter zu verbessern. Ich bin eigentlich immer noch ganz am Anfang, noch nicht ganz ein Jahr dabei und bin, wie ich selber gerne sage, immer noch in der Ausbildung. Welche Spiele wirst du denn in Zukunft spielen? Let's Playen werde ich. Ihr werdet übrigens im Hintergrund jetzt wahrscheinlich einige Trailer sehen von Spielen, die ich in nächster Zeit spielen oder höchstwahrscheinlich auch Let's Playen werde. Was schon mal sicher feststeht, ist auf jeden Fall The Walking Dead. Da wird ja hoffentlich im Spätherbst die zweite Staffel veröffentlicht, von der Spielserie natürlich. Das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Aber auch ein weiteres Pokémon-Spiel, denn Ende des Jahres kommt da wieder eine neue Generation raus mit Pokémon XY. Die werde ich wahrscheinlich auch in Angriff nehmen. Ansonsten, ich habe wirklich viele Spiele auf meiner Liste, die ich Let's Playen könnte, aber als nächstes wird wahrscheinlich, das steht auf jeden Fall fest, Beyond Two Souls folgen, den Nachfolger von Heavy Rain, indirekten Nachfolger zumindest. Wie viel und was zockst du denn momentan privat? Privat komme ich momentan eigentlich kaum zum Spielen und zum Zocken. Alles, was ich zocke, ist eigentlich Let's Play technisch, sprich Pokémon und FIFA. Momentan vorrangig, auch ein bisschen Skyrim zwischendurch. Aber so wirklich zum Privatzocken komme ich momentan eher weniger. Höchstens mal ein paar Online-Partien in FIFA 13. Welche Ausrüstung, sprich technische Hardware und Software, benutzt du denn zum Let's Playen? Zum Aufnehmen für PC und Emulatorenspiele benutze ich Fraps als Aufnahmeprogramm. Für Konsolenspiele, sprich PS3-Spiele, benutze ich die Elgato HD Game Capture. Habe ich mir erst neulich zugelegt, aber da habe ich noch einige Probleme mit meinem Bearbeitungsprogramm. Apropos Bearbeitungsprogramme, zum Rendern benutze ich entweder Camtasia Studio oder momentan auch neu zugelegt Sony Vegas Pro 12, die neueste Version von Sony Vegas. Als Mikrofon benutze ich das T-Bone SC440. Und ich glaube, meine ganzen PC-Daten kenne ich jetzt nicht auswendig, aber kann ich gerne nochmal alles in der Beschreibung niederschreiben, falls euch das interessiert.
Welche Tipps hast du für Neueinsteiger, die mit dem Let's Play anfangen wollen? Also das Wichtigste, nehmt auf jeden Fall nicht mit Handykameras oder irgend so einen Schnickschnack auf. Benutzt ein vernünftiges Aufnahmeprogramm. Ich kann da eben nur Fraps empfehlen, kostet 30 Euro, kostet nicht die Welt. Ansonsten, das Wichtigste, habt einfach Spaß an der Sache. Lasst euch oder lasst den Zuschauern das einfach merken, dass ihr das Spiel gerne spielt. Und ansonsten, alles andere kommt irgendwann von alleine, der Kommentarstil, alles wird sich irgendwann finden. Das Wichtigste ist erstmal diesen Durchbruch zu schaffen, sich aufzuraffen, dass man überhaupt mal anfängt, das war bei mir genauso. Und wenn man dann angefangen hat, dann kommt man immer mehr in die Sache rein und alles wird irgendwann hoffentlich seinen Lauf nehmen. Welche Konsolen besitzt du? Ich benutze bzw. besitze eine PlayStation 3 und irgendwo habe ich auch noch in der Ecke eine PlayStation 2 rumliegen. Alle anderen Konsolen habe ich, das habe ich wirklich, muss ich wirklich sagen, leider verkauft, mein altes N64, mein altes Super Nintendo. Alles nicht mehr da. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Ganz, ganz schwere Frage für Gamer. Wenn ich mich auf ein Spiel festlegen müsste, wäre das wahrscheinlich Final Fantasy X. Und was ist dein Lieblingsgenre? Also ich spiele eigentlich alle Genres gerne, aber ganz besonders haben mich die Rollenspiele gefesselt. Und hast du ein Hassgenre? Nö, eigentlich nicht. Also ich spiele eigentlich alle Arten von Spiele, sei es auch Ego-Shooter. Okay, da spiele ich nicht so viel, aber die Spiele machen mir eigentlich auch Spaß. Rennspiele sind nicht so meine Welt, aber ansonsten spiele ich eigentlich alles. Auf welche Spiele im Jahr 2013 freust du dich am meisten? Also ganz heftig freuen tue ich mich schon. Ihr habt es vorhin angesprochen, Beyond Two Souls wird auf jeden Fall ein Let's Play von folgen. Aber auch ganz besonders auf The Last of Us. Zwei PS3 exklusive Titel. Oh, da freue ich mich schon wie ein Schnitzel drauf. Aber auch auf The Walking Dead, die zweite Staffel, wirklich eine grandiose Story, freue ich mich. Genau wie auf Pokémon XY bin ich gespannt auf The Next Generation. Und ansonsten, The Elder Scrolls Online wird ja auch noch folgen in diesem Jahr, bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich The Elder Scrolls im oder auf dem Online-Markt niederschlagen wird. Was macht für dich denn ein gutes Spiel aus? Es kommt natürlich ein bisschen auf das Genre an. Bei Rollenspielen finde ich wichtig, oder am allerwichtigsten ist die Story. Ohne gute Story kann man einfach nichts rüberbringen. Die Charaktere spielen in dem Fall eine Rolle. Aber natürlich auch der Soundtrack muss einfach dazu passen. Bei anderen Spielen wie Ego-Shootern, ich will es nicht sagen, aber Grafik spielt da schon eher eine Rolle. Das Gameplay muss stimmen, aber ansonsten, es muss einfach im Gesamtpaket stimmen und es kommt ein bisschen auf das Genre an, würde ich sagen. Dann habe ich jetzt mal ein paar Lieblingsfragen. Dein Lieblingsessen ist? Ich glaube so die obligatorische Pizza, damit kann man glaube ich nichts verkehrt machen, aber ich esse auch sehr gerne Lachs. Es geht nichts über guten Fisch. Dein Lieblingsgetränk? Alkoholisch natürlich das gute alte Bier. Nicht alkoholisch Coca-Cola Zero. Deine Lieblingsfarbe ist blau. Deine Lieblingsstadt ist Hamburg. Dein Lieblingsfilm ist Herr der Ringe. Deine Lieblingsserie? Momentan gucke ich relativ wenig TV. Aber meine Lieblingsserie ist, glaube ich, habe ich jetzt gerade erst mit angefangen, ist The Walking Dead. Die Filmserie natürlich. Aber ich bin auch ein großer Fan von Supernatural. Was hast du sonst denn noch so für Hobbys?
Abgesehen vom Gaming und Let's Playen mache ich gerne Sport, vor allem Fußball, aber laufe auch ziemlich viel. Und dann ist mein Zeitplan für die Woche meistens eigentlich auch schon ziemlich abgearbeitet. Deine Lieblingsmusikrichtung? Rock und ab und zu ein bisschen Techno. Dein Lieblingsanime? Ich bin jetzt zwar nicht so der fleißige Anime-Schauer, aber mein Lieblingsanime ist wohl Bleach. Hast du ein Fußball-Lieblingsteam? Aber natürlich, den HSV, den Hamburger Sportverein. Warum das denn? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin mit der Raute im Herzen geboren. Was ist eigentlich so toll an Fußball? Ja, es ist schwer zu erklären. Für die Fußballhasser gibt es eigentlich nur immer ein Argument. 22 Minuten, die einen Ball hinterher rennen. Aber von allen Ballsportarten ist Fußball einfach das Beste. Man kann nichts dagegen sagen. Es hat alles in einem. Es hat Taktik, es hat Technik, es hat Schnelligkeit, es hat Kampf, es hat Einsatz, es hat Teamzusammenhalt. Also Kleinigkeiten, die eine Rolle spielen können und insgesamt dann diesen Fußball bilden, einfach der beste Sport, den es gibt. Und wer eine andere Meinung hat, der hat keine Ahnung. Ich habe noch ein paar Oder-Fragen. Na dann mal zu. Katze oder Hund? Ich hoffe nicht als Speise betrachtet. So gesehen bin ich eher der Katzenmensch. Ich habe selbst 3 Katzen hier zu Hause. Fernseher oder Personal Computer? Ganz klar, der PC. Leichtathletik oder Ballsport? Ballsport, ganz, ganz klar. Laufen oder Fitnesscenter? Ah, ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von Fitnesscenter, deswegen ich jogge lieber mal. Okay, bei den Temperaturen momentan eher weniger, aber ansonsten bin ich eher der Jogger-Typ. Gut oder böse? Ich glaube immer an das Gute, an den Menschen. Zufall oder Schicksal? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es sowas wie Zufälle gibt. Also ich glaube schon, dass manche Dinge wirklich wegen dem Schicksal passieren. Aber man hat immer eine Möglichkeit, das Schicksal noch umzulenken. Und man kann nicht immer einfach sagen, wenn etwas passiert, das war Schicksal. Man hatte es schon vorher irgendwie in der Hand, so denke ich zumindest. Aber eine interessante Frage auf jeden Fall. Teppich oder Laminat? Ich habe bei mir im Zimmer schön Laminatboden liegen. Der gefällt mir insgesamt auch etwas besser. Sommer- oder Wintertyp? Ich bin nicht so der Sommerfan, von Winter direkt auch nicht. Ich bin eher so ein Zwischending. Ich glaube, den Frühling, der hoffentlich jetzt demnächst kommen wird, den mag ich am liebsten. Beziehungsmensch oder One-Night-Stand? Beziehungsmensch, ganz klar. Fisch oder Fleisch? Oh, ich mag beides unheimlich gerne. Es geht nichts über einen guten Lachs, aber über ein gutes Steak kann man auch nicht drüber hinwegsehen. Fisch und Fleisch auf jeden Fall. Pessimist oder Optimist? Realist. Windows oder Apple? Windows, ganz klar. Facebook oder Twitter? Ich bin weder von Facebook noch Twitter ein großer Fan. Die ganzen großen Social Networks sind bei mir irgendwie noch ein bisschen an mir vorbeigegangen, wobei ich natürlich demnächst noch versuchen will, bei Facebook mir einen kleinen Kinderruß 21 Account zu machen. Erstellt ist er zwar schon, aber dass ich den auch dann irgendwann hege und pflege. Denn Facebook ist einfach unumgänglich in dieser heutigen Zeit. Battlefield oder Call of Duty? Ich bin kein großer Shooter-Fan, aber mein Lieblings-Shooter auf Online-Ebene war Battlefield 2. Ich habe Battlefield 3 hier auch noch zu Hause liegen und deswegen würde ich sagen, ich besitze beide Spiele, auch Call of Duty Modern Warfare, aber ich bin eher der Battlefield-Fan. Age of Empires oder StarCraft?
Ich bin der typische Mittelalter-Fan Age of Empires. Final Fantasy oder The Elder Scrolls? Ganz, ganz schwere Frage. Beide Reihen haben auf jeden Fall was Episches an sich, haben beide ihre eigenen Vor- und Nachteile und kann man auch nur ganz schwer vergleichen, während die Final Fantasy Reihe auf Story legt und sehr linear ist, hat die Elder Scrolls Reihe natürlich unfassbar viele Freiheiten und deswegen kann man die ganz schwer miteinander vergleichen, deswegen beide Reihen sind fantastisch. Pro Evolution Soccer oder FIFA? Mittlerweile ganz klar wieder FIFA. Ich war eine ganze Zeit lang, vor allem zur Zeit Pro Evolution Soccer 5 und 6, ein ganz großer Fan von dieser Reihe. Für mich ist bis heute Pro Evolution Soccer 5 sogar die beste Fußballsimulation, die es gibt. Leider hat Konami sich entschieden, die Online-Server irgendwann dann runterzunehmen. Deswegen kann man es nicht mehr online spielen. Aber mittlerweile muss ich sagen, hat FIFA PES den Rang wieder abgelaufen und seit, ich glaube, FIFA 2011 zocke ich wieder die EA Sports Reihe. Sonic oder Super Mario? Ich muss sagen, ich hatte früher ein Sony Mega Drive und habe Sonic gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Aber irgendwann hatte ich mir auch ein Super Nintendo zugelegt und dann hat Super Mario, glaube ich, Sonic so ein bisschen den Rang abgelaufen. Deswegen Super Mario. Vielen Dank für dieses Interview. Und euch vielen Dank beim Zuhören dieses kleinen 100 Abonnenten Specials. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und konntet vielleicht noch ein bisschen was über mich erfahren. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mich gerne per PN hier auf YouTube fragen oder auch einfach einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Ich schreibe auch noch meine Skype-ID, die ist KillerRus21. Ich schreibe auch noch mal hier alles schön in die Videobeschreibung, damit ihr mich immer schön erreichen könnt. Nochmal vielen herzlichen Dank an alle bis heute dato 112 Abonnenten. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu und schaltet irgendwann wieder ein bei einem meiner Let's Play Videos. Nochmal vielen Dank und bis bald, euer Killer.